Hause eine 85-prozentige. Oh, eine gute Herrenschokolade. Ja. Schön. Und die ist super. Und manchmal, ja. Moin Leute, das ist mein erstes YouTube-Video. Machen wir das Radio leise. Und ich zeige euch jetzt mal kurz das Omsi 2 Cockpit, was ich mir zusammen gebastelt habe. Als wichtigstes hier die Custom Button Box, mit der kann ich die Türen steuern. Hintere Tür. Und bei den Gelenkbussen oder Bussen mit Haltestellenbremse habe ich hier die Haltestellenbremse drauf. Dann habe ich hier die Gangschaltung drin. Wo habe ich das hier? Drive, normal, rückwärts. So. Ein umfunktioniertes SciTech Control Panel, so ein Side Panel vom Farming Simulator mit Schablonen zur Hilfe. Als Ticketdrucker und Wechselgeldautomat. Ich kann also hier das Wechselgeld rausdrücken und auch wieder kassieren und auch die Tickets drucken. Einzige, was ich nicht gefunden habe, ist hier ein Kästchen, mit dem man ein falsch gedrucktes Ticket zurückgeben kann. Falls mein Ticket nicht auf der Tastatur ist, was mal vorkommt, bei den Ticket 1 bis 5, die man belegen kann, kann ich es mit der einen Taste hier auch direkt geben. Außerdem habe ich hier noch die Lichter drauf. Und ich kann hier den Bus noch einen ausmachen. Eventuell kommt mal für Spat Next, für das SciTech Panel noch ein Add-on, dass ich hier den Zündschalter drauf habe oder irgendwelche Sachen noch. Sonst ist das hier nur für die Flugsimulation. Ansonsten habe ich auf dem Schalthebel hier die Parkbremse vom Bus. Auf dem Lenkrad im Lenken Scheibenwischer. Ich kann hier direkt auf die Kassiertisch gucken. Und sonst kann ich hier noch das Menü ein- und ausblenden. Eigentlich nichts Besonderes. Hub immer wieder wichtig. Fahren wir eine kleine Tour, 5 Haltestellen. Das war's auch dann. Das ist hier die Map Neuendorf und ich fahre mit dem MAN A21 Solobus, einer meiner Lieblingsbusse, beziehungsweise überhaupt die MAN-Busse aus dem Stadtbus DLT, die sind echt gut. Achso, was ich noch vergessen habe, ich habe natürlich hier auf dem umfunktionierten Numpad das IBIS drauf. Ich kann also hier vom Numpad aus das IBIS programmieren. Wenn ich eine Map habe, mit der ich die Routen oder Umläufe da eingeben kann, ist das damit kein unproblematisch möglich. Oh, jetzt bin ich zu flapp gebogen. Ich darf mal kurz zurücksetzen. Ja, man soll halt während der Fahrt nicht reden, ne? Umgucken tue ich mich mit dem Track IR. Deswegen trage ich dieses lustige Käppi mit den Reflektoren. Ist ja unglaublich. Ich gehe mal zur Demonstration. Liebes, kann ich hier eingeben? Oder eben abbrechen. Was will sie? Normale Fahrkarte. Hat passend bezahlt. Also ich bin mal den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, dass ich den ganzen Tageskarte. Tag, Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann. Und Wechselgeld. Jetzt muss ich aufpassen, das ist hier Neuendorf, da gibt es D-Mark. Da passt meine Schablone nicht ganz. Ist das so? Ups, das war zu viel. Dankeschön. Einmal kurz, schreibe Schüler bitte. Oh, der wird auch noch eine Kurzstrecke. Für Schüler. Danke. Das geht also wunderbar hier. Ich habe die kürzeste Strecke genommen, 5 Haltestellen, nur mal so zur Demonstration. Auch auf den Schaltwippen vom Lenkrad habe ich den Blinker.
Wenn man die Strecke hier mit dem Bus fährt, der dabei ist, also den alten O305, dann sagt man die Haltestellen natürlich, wenn man mit richtiger Simulationsstimmung spielen will, auch direkt selber an. Ansonsten funktioniert die Ansage natürlich hier nicht automatisch. Das ist eben noch eine alte Map hier. Kurzstrecke. Haben Sie nicht sowas wie eine Messfahrgestelle, bitte? Dankeschön. Alle in Heinz und Arsch. Also richtiges Busfahrer-Feeling kommt natürlich erst auf, wenn man dann die Ansage tatsächlich macht und sagt, nächster Halt, Ebertplatz. Und dann möglichst noch mit dem alten O305 fahren, das ist schon spaßig. Hätte mir auch besseres Wetter aussuchen können für die Demo, aber naja, ich gucke mal real das Wetter an. Neundorf ist natürlich eine fiktive Karte. Trotzdem zieht da irgendwo reales Wetter her und da ist eben das da rausgekommen jetzt. Das schaffen wir noch. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Machen wir aus, dass ich in die Haltestellenbremse rein, weil ich jetzt irgendwo rot bin. Ist natürlich bei der Kiste gar nicht nötig. Nächster Halt, Schloss. Der will nicht mit. Oh, das ist ja dunkelgelb. Nächster Halt, Stadttheater. Die Fahrt endet hier. Bitte aussteigen. Ah, richtige Chinesenrallye hier. Ah, das war schon rot. Was gar nicht noch politisch korrekt ist, das zu sagen, aber man fährt dann einfach immer nur bei Geld über bei Chinesenrallye. Ist natürlich nicht so schlimm. Hoffe ich. Dann sehe es mir nach. Einmal gewendet. Und das war's.